Die Juliwitterung und damit auch die Sommerwitterung kommt und kommt nicht zur Ruhe. Wir verbleiben weiterhin in den Bereichen, wo immer wieder Fronten durchziehen mit entsprechend hohem Gewitter und teilweise auch Unwetterrisiko. Grüße Sie und grüße euch. Und in dieser Woche bleibt es bei gemäßigten Temperaturen, größtenteils außer heute, da ist es sehr warm. Am Sonntag haben wir den schönsten Tag und in der nächsten Woche wird das Temperaturniveau ansteigen. Die Wechselhaftigkeit bleibt wohl und damit auch die Unwettergefahr und die Schwüle nimmt zu. Jetzt gehen wir erst einmal das, wie an den vergangenen Tagen, durch, was uns in den nächsten Tagen erwartet. Von den Vogesen über Rheinland-Pfalz und das Saarland bis rauf Richtung Schleswig-Holstein und zur Nordsee haben wir tagsüber das höchste Gewitterrisiko. Am Abend dann etwa von den Mittelgebirgen bis Bayern, Baden-Württemberg und an den Alpen-Nordrand. Wir überspringen den Mittwoch, da passiert nicht allzu viel, und gehen auf den Donnerstag. Im gesamten Westen und Südwesten haben wir im Laufe des Tages ein erhöhtes Schauer- und Gewitterrisiko mit Unwettergefahr, vor allen Dingen durch langsam ziehende Gewitter und viel Starkregen, der sich dann im Laufe des Abends immer weiter nach Osten ausdehnt. Und mit diesem Starkregen, mit diesen Gewittern und der Kaltfront zieht dann auch die Hitze aus dem Osten Österreichs zumindest mal vorübergehend weg. Der Freitag wird nicht mehr dabei sein. Aber tagsüber haben wir am Freitag ein Höhentief genau über Deutschland liegen. Die Luftströmung in 5,5 Kilometer Höhe ist sehr langsam. Und dort, wo Schauer und Gewitter entstehen, können die an Ort und Stelle sehr viel Regen bringen. Drum hier verbreitet nochmal ein erhöhtes Schauer- und Gewitterrisiko, vor allen Dingen durch Starkregen. Und in Sachen Hitze haben wir heute, morgen und übermorgen im Osten Österreichs noch Temperaturen von weit über 30 Grad. Und wie eben schon erwähnt, der Freitag ist raus, weil da eine Front durchzieht und da wird es keine 39 bis 40 Grad geben. Das Ganze zieht Richtung Ungarn. Gott sei Dank. Jetzt haben wir noch was anderes. Wir springen die ganze Zeit. Der Wind, der ist heute noch das Thema in der gesamten Nordwesthälfte, gegen Abend dann auch im Südosten. Hier sind es allerdings Gewitterböen. Und den Wind schauen wir uns mal im Einzelnen an. Heute Mittag um 14 Uhr liegt das Windfeld über der Westhälfte Deutschlands. Die Mittelgebirge ragen daraus. Da haben wir stürmischen Wind, auch im äußersten Westen von NRW und Niedersachsen und über den Benelux-Ländern. Etwa 6 Stunden später, dann in den Abendstunden um 20 Uhr, schwächt sich das Ganze hier ein bisschen ab. Gleichzeitig taucht auch ein Windfeld im Südosten auf. Das hat mit den Gewittern zu tun, die im Laufe des Abends und in der Nacht dann ostwärts ziehen. Und der Wind im Nordwesten flaut langsam ab. Und in den übrigen Gebieten wird es deutlich ruhiger werden. Unruhig ist es heute, wir springen schon wieder zurück, in Sachen Temperatur in 1500 Meter Höhe. Schaut mal, da liegt eine um und über 20 Grad Isotherme über dem Alpenraum, schwappt bis ins Alpenvorland rein und im Südosten ist es heiß, im Nordwesten kühl, hier mit der Isobarendrängung, den liniengleichen Luftdrucks. Je enger die liegen, desto windiger ist es. Und in diesem Übergangsbereich, den wir ja schon seit Wochen gefühlt permanent haben, da entstehen vor allen Dingen am Abend dann die kräftigen Schauer und Gewitter und räumen dann die Heißluft weg. Dahinter folgt mäßig warme Luft. Der morgige Mittwoch bringt auch mäßig warme Luft, zumindest mal in Deutschland und in der Schweiz. In Österreich auf der Alpen-Südseite und im Osten bleibt es heiß, auch noch am Donnerstag. Da schwappt die Hitze wieder ein bisschen zurück und da ist ein kleines Tief eingezeichnet und ganz, ganz viele kleine Linien. Hier drängt sich die kühlere Luft mit der heißen Luft am Donnerstag spätnachmittags und abends und da entstehen wieder kräftige Gewitter und Starkregengebiete. Und wie eben erwähnt, es liegt am Freitag dann hier im Nordosten ein Tief über uns mit mäßig warmer Luft, die ziemlich viel Regen bringt. Gleichzeitig macht sich die Warm- oder Heißluft aus den Alpen wieder nordwärts in Bewegung. Da ist viel Musik drin. Und Musik in Sachen Regen gibt es heute am Vormittag erst einmal im gesamten Westen mit Regen und Gewittern. Da ist über Nacht jetzt eine Front reingezogen und die wackelt dann immer weiter nach Osten. Am Nachmittag bleibt sie hier noch liegen, schwächt sich ein bisschen ab. Im Südwesten stückelt es an und es bilden sich dann hier teilweise kräftige Schauer und Gewitter. Zuvor gibt es im Osten noch viel, viel Sonnenschein und erste einzelne Gewitter und vor allen Dingen hier Ostwind, sonst West- bis Südwestwind, der stark bis stürmisch weht. Und wir müssen eine Linie einzeichnen, was die Temperaturen angeht. Die durchschnittlichen Temperaturen in der Westhälfte liegen bei 18 bis 24, im Regen zum Beispiel in der Schweiz bei 16 Grad und in NRW und Niedersachsen können bis zu 25 Grad erreicht werden. Auf der anderen Seite der Linie liegen die Durchschnittstemperaturen bei 26 bis 32, im Osten Österreichs bei bis zu 35 Grad.
Der Mittwoch startet dann erst einmal mit den Gewitterresten aus der Nacht. So diagonal von der Schweiz über Deutschland bis zur Ostsee rauf gibt es immer wieder Regen, anfangs auch noch mit Gewittern durchsetzt. Im Laufe des Tages lässt der Regen mehr und mehr nach und bis zum Abend hin zeigt sich häufiger die Sonne. Ein paar Schauer sind vor allen Dingen auch Gewitter noch im Nordwesten unterwegs, in den Alpen, speziell auf der Alpensüdseite. Sonst berappelt sich das Wetter langsam. Es wird nicht so ein super sonniger Tag morgen werden, aber zum Abend hin erholt sich das eben. Der Wind kommt im äußersten Osten aus nordwestlichen Richtungen, sonst dreht er auf Südost bis Süd, im Westen dann auf Südwest. Da sieht man also an diesem Windspiel, dass da permanent andere Fronten herangezogen kommen. 20 bis 26 Grad sind es im Regen und dort, wo sich viele Wolken halten, nur um 18 Grad und im Osten Österreichs noch einmal 29 bis 37 Grad. Am Donnerstag, wie eben schon erwähnt, bilden sich dann von Südwesten her teils unwetterartige Gewitter, vor allen Dingen mit sehr, sehr viel Regen und im Übergangsbereich zu der Heißluft auch mit schweren Sturmböen. Der Wind kommt vor den Gewittern aus südlichen bis südöstlichen Richtungen, danach aus Nord bis West. Und dort, wo die Winde aufeinander prallen, wird die Luft zum Aufsteigen gezwungen, kennen wir alles, und es entstehen die Gewitter. Die Temperaturen liegen wieder bei 20 bis 26 Grad. Im Regen in der Schweiz bei 15 bis 19 Grad, hier oben ist ein Irrläufer, und im Osten Österreichs sind es abermals 30 bis 38 Grad. Am Freitag liegt dann dieses Tief über der Nordosthälfte Deutschlands mit vielen Schauern und Gewittern. Punktuell können die sehr viel Regen bringen. Abseits der Schauer und Gewitter scheint die Sonne vor allen Dingen im Süden und Richtung Nordsee. 15 Grad sind es im Regen, 25 Grad mit Sonnenschein. Im Osten Österreichs sind bis zu 29 Grad drin. Und die letzten Schauer passieren dann auch Niederösterreich und Wien Richtung Osten. Am Samstag kommt eine neue Front herangezogen, von Westen wieder mit Schauern und Gewittern. Entsprechend kühl ist es hier, im Osten wärmer. Im Osten Österreichs geht schon wieder rauf auf bis zu 34 Grad. Am Sonntag ist die Front durchgezogen. Im Laufe des Tages setzt sich die Sonne durch. Die Schauer und Gewitter klingen ab. Bei 22 bis 28, an der Elbe bei bis zu 31 und im Osten Österreichs bei bis zu 30 Grad. Und was vor allen Dingen am Sonntag kommt, schon am Samstag, das ist die Schwüle. Da kommt eine andere Luftmasse herangezogen, die wahrscheinlich die Wetterlage in der kommenden Woche bestimmt. Nämlich nach dem amerikanischen GFS-Modell sieht es in 10 Tagen so aus, dass ein Keil des Azorenhochs sich über Mitteleuropa wölbt. Hier mit Deutschland, die Schweiz, Österreich. Zusammen mit Höhenwarmluft, es würde dann friedlicher werden nach ein paar gewitterigen Tagen. Das europäische EZMWF-Modell unterbricht diese Hochdruckzone und bringt wieder dieses Tief über Italien, wo die Luftmassen gemischt werden, und zusammen mit bodennahem Nord- und Nordostwind wird der ganze Regen gegen die Alpen gedrückt. Entsprechend haben wir große Unterschiede in den Niederschlagssummen für die kommenden 10 Tage. Der aktuelle GFS-Lauf zeigt 10 Liter in Berlin, 100 Liter am westlichen Alpenrand, hauptsächlich im Allgäu, innerhalb von 10 Tagen. Und das ist noch ein sehr, sehr trockener Lauf. Einer der trockensten Läufe der letzten Berechnungen. Und das europäische EZMWF-Modell, jetzt zeichnen wir da einen Wurm drüber, zeigt so eine Regenschleppe, die von der Schweiz bis in den Oderbruch geht. Hier mit Regensummen von 50 bis locker 130 Liter auf den Quadratmeter. Und von der Mitte und dem Westen Bayerns bis in die Schweiz rein, auch im Süden Baden-Württembergs, wären es 200 bis über 300 Liter Regen auf den Quadratmeter mit der 5b-ähnlichen Wetterlage. Das hieße dann Hochwasser. Also, wir fassen zusammen, das Wetter bleibt unruhig und in der nächsten Woche, in welche Richtung es geht, einfach spannend. Übrigens, ich habe dann später noch im Laufe des Tages eine kleine Überraschung für euch, und die hat mit Schnee zu tun.